Augen auf, hören zu. Hier sind wieder Brainless Play, ich bin hier mit Ferner Verley. Und ich mit Saffron. Und wir spielen wieder Jade Empire. Und nachdem wir das letzte Mal den Ring von dem alten Sack erbeutet, wer bist du denn? Erbeutet haben auf wirklich eklige Art und Weise, werden wir ihn jetzt auch noch erpressen. Im Ring gesehen. Ja. Ihr habt mächtig was los, selbst Fang war beeindruckt. Fang mag seine Mädchen wild, aber sie müssen richtige Luder sein. Ihr habt ein bisschen zu viel Klasse für seinen Geschmack. Euch sieht er sicher lieber im Ring als in seinem Bett. Da wäre ich mir nicht so sicher. Schätze, er denkt, je mehr er mit euch redet, desto weniger Zeit habt ihr, euren Gegnern unten im Ring scheußliche blutende Wunden beizubringen. Ich bring dir gleich meine scheußlich blutende Wunde bei. Ja, und wir haben jetzt den Siegelring, damit werden sie uns wohl verlassen. Wo habt ihr den... Nein, sagt's mir nicht. Ich will's gar nicht wissen. Ja. Okay. Wegen dem Ring redet ihr besser mit Fang. Genau. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Kann ich verstehen. Kluge Entscheidung, Leute. Kluge Entscheidung. Einige dieser neuen Kämpfe sind wirklich wunderbar brutal. Okay, der Kerl ist langsam. Wir hätten ihn umbringen sollen. Was bringt diese... Keine Ahnung. Wie nennt man das? Spanischer Vorhang? Sichtschutz. Sichtschutz ist... Verdammt! Es muss... Los! Ich hab nicht mal würdet ihr wohl die Güte haben zu gehen? Wie kann ich das Krachen der Knochen, die Schmerzensschreie und diese sinnlichen Ströme von Blut genießen, wenn ihr mich belästigt? Ich kenne so einen Haufen Kannibalen, den haben wir getötet, wollt ihr mir aber... Etwa eure Dienste für später? Da würde er tatsächlich gut reinpassen. Die den Duft der Gosse an sich tragen. Aber wenn ihr mich nett bittet... Ja. Du magst Frauen, die nach Kacke riechen? Ich will, dass ihr euer Amt niederlegt, Fang. Meinen Ring? Aber wie... Diese Hure! Ich hätte misstrauisch werden sollen, dass sie so willig war. Normalerweise muss ich ihre Anwesenheit durch einen Befehl erzwingen. Nun, ihr habt mich wohl in eine peinliche Lage gebracht. Dass ich so töricht war, mir den Ring von einer Dirne stehlen zu lassen, darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Es würde mich mein Amt kosten. Was wollt ihr also von mir? Silber? Einen kaiserlichen Posten? Was? Eigentlich sollten wir dir bloß sagen... Hey, ich habe überhaupt keine Wahl. Die Lösung des Assassinen werde ich ihm nicht sagen. Auf keinen Fall. Das wäre so sneaky wie gar nichts. Genau. Und 1 und 3 sind im Endeffekt dasselbe, bloß aber anders formuliert. Jetzt verstehe ich. Okay, die Antwort ist sowieso dasselbe. Die Lotus-Assassinen stecken hinter all dem, nicht wahr? Wer bitte? Ich hätte auf so etwas gefasst sein müssen. Sie haben versucht, mich nach ihrem Willen zu verbiegen. Aber mich kriegt man nicht so leicht klein. Dachte ich zumindest. Du hast so eine offene Seid Schwäche. Seid ihr jetzt stolz auf euch, ist ja? Ist so plemplem. Wenn ihr euch vor euren großartigen Herren verbeugt und Kratzfüße macht, ihnen helft, mich zu Fall zu bringen? Ja. Nein, das Oberste. Das Oberste. Wir sind sehr stolz darauf. Ihr haltet mich für einen schlechten Menschen, ja. Ihr denkt, meine Seele sei finster und verrottet. Aber immerhin habe ich eine Seele. Von euren neuen Herren kann man das nicht behaupten. Ach, keine Sorge. Die sind auch die nicht mehr lange. Die Lotus-Assassinen haben mich ruiniert. Aber jetzt, da ich fort bin, wem werden sie ihre Aufmerksamkeit als nächstes zuwenden? Ihr solltet euch oft über die Schulter blicken, werte Freundin. Meine Rücktrittserklärung liegt auf dem Tisch. Nehmt meinen Ring und stempelt sie selbst. Cool. Wir haben jetzt einen richterlichen Ring. Geil. Okay. Jetzt sollten wir aber erstmal Arena kämpfen. Jupp. Bevor uns diese Möglichkeit nicht mehr offen steht. Aber hier war, glaube ich, noch irgendwer mit der... Kannst du mir was schenken? Lasst mich in Ruhe. Kannst du mir was schenken? Guter Kampf da unten im Ring. Hahn wird höchstens mit blutigen Anfängern fertig. Es war klar, dass ihr ihn besiegen würdet. Okay. Joa. Okay, das war nur Gast. Gast. Was Gast. Schenken? Wer soll dir denn jetzt was schenken? Irgendwer kann mir, glaube ich, noch was verkaufen in irgendeinem Raum. Das ist der Koch und Koch. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie viele Mäuler ich tagtäglich zu stopfen habe? Du musst weiter rechts rum.
Du warst nur überhaupt nicht bei den Kämpfern hinten. Stimmt. Orientierung sind minus 10. Zuschauer, noch Zuschauer, weiter, noch weiter. Oh. Zuschauer, Zuschauer, Zuschauer. Da sind die Kämpfer. Hübsche Lilly. Hi Lilly. Ja, weiter. Quanaruk tatisir si usta. Utarawi ir, kupkitir sanir naur kurk, u pan. Na gut, dann gehen wir. Keine Ahnung. Das ist der Eisensoldat. Er sieht eine Spur besser aus als die feigen Hunde, mit denen wir es hier sonst so zu tun haben. Aber auch nur eine Spur. Für einen Eisensoldaten. Ihr habt euch also das Recht verdient, mit mir zu reden. Ihr seid ein Glückspilz. Schön, und jetzt? Mein Name ist Eisensoldat. Aber alle nennen mich nur Soldat. Viel kürzer, viel persönlicher. Ja. Total. Ihr habt den Glücklosen in den Staub geschickt, so wie es alle anderen auch tun, was? Wenn ihr mich fragt, ist es erbärmlich von Hahn, dass er Zeit mit den jungen Hoffnungen verschwendet. Andererseits gehört es zu den unterhaltsamsten Dingen hier, Hahn zu Dr. Ahn stolpern zu sehen, immer wenn es mit einem echten Kampf der Bronzeklasse versucht hat. Das ist gemein. Ich will eigentlich nur jemanden... Oh. Ja, hey, ja. Wirklich eine tolle Sache. Das hätte ich nicht sein wollen da draußen im Ring, wenn ich's nicht gewesen wäre. Aber ich habe eine Menge gelernt im Kampf gegen euch. Ja. Ich hätte das nicht sein wollen, das aber leider Mal war ich... ich auch so verrücktes Zeug ausprobieren, wie ihr es tut. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie ihr es gemacht habt. Hatten wir ihn gekrötet? Ja. Und das obere Wissen doch nett. Wisst ihr, das ist eine gute Idee. Ich konzentriere mich meist mehr auf mich selbst als auf andere. Vielleicht kann ich dabei etwas lernen. Vielen Dank für die Ermutigung. Ja, am besten du fängst nochmal ganz unten an. Gut, ja. Ich will eigentlich bloß einen Verkäufer finden. Das wäre... Die haben doch meistens ein Symbol überm Kopf. Stimmt. Okay. Ja, unser Gewissen. Blablabla. Ich möchte... Okay, du bist... Der Worteschöpfer. Ja, geht's hier weiter? Nein. Hey, das geht schon so aus. Ja, da ist auch was. Ah, aber vielleicht, okay. Wenn wir gewonnen haben. Und wo geht's hier lang? In die Tee. In die Stallungen. Stallungen. Da waren wir noch nie. Mietz. Ich will das. Stallungen? Okay. Das ist ja so geil. Riesiges Tor, winzige Tür. Sinnvoll. Ja, natürlich, damit die... Wenn die Armee stürmt und den Rambock in die Mitte der Tür stemmt, dann kommen nur zwei, drei Leute durch auf einmal. Ja, das ist halt für Rennwägen, Elefanten, sonst was, das große Tor. In die Bronzeklasse zu gelangen und scheitern kläglich. Ihr solltet stolz auf euch sein. Und wenn halt nur ein paar Leute raus müssen, ein verdienter Sieg. Es war eine Ehre, mit euch zu kämpfen. Er ist sympathisch. Blutrote Kana ist Meisterkämpferin dieser Runde. Ihr werdet ihr eines Tages entgegentreten müssen. Seht euch vor, wenn es soweit ist. Wow, ja. Wir müssen jetzt durch die komplette Bronze- und Silberklasse kämpfen. Und danach Gold. Cool. Ja, dann hopp, nächster Kampf. Wo geht's zum nächsten Kampf? Oben. Erzählt mir etwas jetzt, über meinen nächsten Kampf. Da ihr euch für die Bronzeklasse qualifiziert habt, werden die Kämpfe schwieriger. Aber wir haben irgendwo nichts, wo wir das Geld ausgeben Prämien können, zu gewinnen. Ne? Ja. Was gibt's, warum ich einen Jeder Stern am Firmament muss den Namen Silberner Phönix kennen, echt Silberner wenn ihr in dieser Phönix Klasse bestehen genannt. Wollt. Ja. Also habe ich etwas Aufsehenerregendes vorbereitet. Ah ja? Die Wachen haben beim großen südlichen Wald einen Trupp unmenschlicher Kreaturen zusammengetrieben. Die werden wir in Gruppen in den Ring treiben für euch. Klingt einfach. Ja. Seid ihr bereit? Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Okay. Ich bin gespannt, was das für Kreaturen sein werden. Carpador.
Diese Monster sind auf Menschenfleisch aus. Okay. Ja, Gott. Wirklich? Erst den Magier und dann den Rest. Weil der Magier kann tatsächlich Schaden machen. Der Rest ist einfach bloß... Es sind wirklich die Carpadors. Die haben wir damals schon mit den Carpadors verglichen. Ja. Ne? Die können nur platschern. Die machen nicht mal Schaden. Ne? Und jetzt hat auch noch eine Kiekugel gedroppt. Aber... Wow. Das Problem ist immer, du stehst danach rum. Und? So. Ach so. Und es verbraucht Fokus. Ah ja, natürlich. Was hat denn jetzt da so lange gedauert? Ich habe eigentlich bloß abgezielt. Ah. Und... Hey, die ist cool. Aber wenn wir... Starker Angriff. Ah, der braucht ein bisschen länger. Der muss nochmal extra laden. Wuhu! Wie bitte? Okay, Welle 2. Gut, das war der erste Haufen. Jetzt werden wir in Not und dürfen... Oh! Ja. Ich dachte, das wären jetzt wirklich 3-4 Wellen von denen hintereinander. Als nächstes erwartet euch etwas, das wir die Grube der Gräuel nennen. Kein sehr origineller Name, fürchte ich, aber schließlich ist er schon 500 Jahre alt. Die Sickergrube ausbuddeln. Der Boden der Arena wird mit alten magischen Geräten bestückt, die euch schön kross rösten werden, wenn ihr nicht aufpasst. Das Publikum wird jubeln. Seit wann hat er aufgehört, lustige Worte zu erfinden? Eure Aufgabe ist es, auf den Beinen zu bleiben, während sie tödliche Geschosse auf euch feuern. Der Kerl mit den Flaggen an der Schläfe. Ich würde euch empfehlen, auszuweichen, aber das ist eure Sache. Das heißt... Seid ihr bereit? Oder sonst irgendwas? Du bist besser darin. Ausgezogen. Ja. Yeah. Also, einfach überleben. Keine Ahnung. Wow, ein Videosequenz. Die Grube der Gräuel. Nur wer flink ist, entgeht ihrer feurigen Umarmung. Wirklich? Okay, ich gehe einfach nicht in die Mitte. Ist das alles? Wow, okay, das ist gar nicht so leicht zu kontrollieren. Wow. Und 50 Sekunden ausfahren. Ah, okay, ich verstehe. Die Perspektive ist nicht lustig. Ja. Ich glaube, das ist das einzig Schwierige an dem Ding, ha? Setz doch mal deinen Ski nebenbei ein, um dich zu heilen. Ja. Wow. Die Perspektive ist schrecklich. Zum Glück musst du das machen. Ja. Dachte ich mir auch gerade so. Scheiße, das ist echt... Ja, wenn du einmal richtig im die Mangel genommen wirst. Du hast noch 10 Sekunden. Autsch. 3, 2, 1. Nein, in der letzten Sekunde erwischt. Verflucht. Mist aber auch. Aber zurzeit habe ich auch echt kein Glück mit diesen Scheißsachen. Nee, also du musst hier wirklich... aufpassen. Ja, aber jetzt kennst du dich ja aus, jetzt sollte das... Nee, das macht's nicht leicht. Bitte nicht nochmal das Video. Die Grube der Gräuel. Nur wer flink ist, entgeht ihrer feurigen Umarmung. Na, zu wenigstens ersparen sie uns das Video. Okay, wow. Wuppa. Aber hat er nicht gesagt, dass die auf dem Boden uns auch rösten werden? Ja. Da ist wohl ein kleiner Übersetzungsfehler aufgetreten, ha? Oh. Puh. Das sieht wahnsinnig lustig aus. Naja, wenigstens läuft's doch besser als beim letzten Mal. Ja, ich benutze aber auch nur noch die Maus, um zu steuern. Oh ja. Was? Du kannst mit der Maus steuern? Ja. Ich kann ja sonst auch immer mit der Maus die Blickrichtung steuern. Ach so, das ist jetzt mein Problem. Nur noch vorwärts quasi und ich laufe bloß noch seitwärts, um genau zu sein. Und die Richtung änderst du mit der Maus. Ja. Und das ist. Naja, überlebt. Ja. Yay! Applaus! Ach du Scheiße, das war nicht lustig. Soll ich noch eine machen? Fantastisch! Nö. Ihr habt den Kampf auf Zeit mit atemberaublicher Rasität bestanden. Endlich! Ein neues Wort! Du Vollidiot! Sprich euer richtig. Euer unvermitteltes, höfliches Verstummen entzückt mich stets aufs Neue, Queen. Quick. Ihr habt doch sicher nichts dagegen, dass ich Silberner Phönix kurz eine Nachricht überbringe. Okay. Nein, überhaupt nicht. Kailan, die Schlange, hat euch wie versprochen genau beobachtet.
Bisher habt ihr ihn beeindruckt und er ist gespannt, wie euer nächster Kampf verläuft. Okay. Die Schlange setzt auf euren Sieg und das sogar in klingender Silbermünze. Er hofft doch sehr, dass sein Glaube an euer Können nicht enttäuscht wird. Ich hätte Lust zu verlieren. Das wäre alles. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe mit einigen Leuten zu reden. Gut. Dann sprich mit ein paar Leuten. Ich bin sicher, das ist kein Problem für euch. Wolltet ihr mich etwas fragen? Nö. Du bist unwichtig. Aber... Damit ist der Part am Ende. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns ein Like, einen Kommentar oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir die Arena meistern. Bis dahin. Tschüss. Geschicklichkeit. Okay, wir haben bisher bloß Intuition. Wir sehen besser, was los ist. Geschicklichkeit. Arglosen Personen schnell mehrere Objekte zu... visuelle Ortung. Kampffähigkeit mit einem eigenen Zügenschlag. Sich den Torso und drücke R. Tempo, Direktionskampf beim Zielen und beim... Effizienz.